Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play DayZ. Schönen guten Tag. Bin auch wieder Ja. dabei. Falls es vielleicht irgendjemanden auffallen sollte, wir sind nicht da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Denn wir haben gestern 3 Stunden aufgenommen und das war alles, ja, für ein Popo eigentlich. Arsch. Für ein Popo. Ja, Ja. ich ging mal wieder von mir aus. Das heißt mal wieder. Also, wer mich auf Twitter folgt, genau, das ist guter Deutsch. Wer mir auf Twitter folgt, der weiß, dass ich Probleme mit ja, der Technik habe, von Zeit zu Zeit, in letzter Zeit verstärkt. Und das war auch gestern so, denn mein Mikrofon hat gemeint, ne, kannst du mal schön knicken. Guck mal, hier ist eine Magnum. Meh, Oh, hä. ich höre ein Ja, ich habe Zombie. extra die Türen zugemacht, dass die nicht Ja, aber reinkommen. ich weiß nicht, ob die Türen aufmachen können. Naja, was denn? Ach, da steht an der Wand. Und ja, gut. Aua! Warum hat er mich getroffen? Oh, ich blute. Geht doch nicht. Use. Naja, immerhin. Also, wenn du 2 oder 3 Stockwerke nach oben gehst, da liegt eine Magnum. Eine Magnum, ich hab doch schon eine Piff-Puff. Ja, ich auch. Ich habe 2. Habe ich doch keinen Platz mehr Was man dafür. vielleicht erwähnen könnte, jetzt wo wir schon wieder neu aufnehmen. Wir haben sehr gutes Loot gefunden. Vergleichsweise gutes Loot. Ja. Also Und wir wir sind noch auf einem anderen Server. Ja, richtig, das muss man auch erwähnen. Wir haben die Schnetzelbude, auf der wir bislang waren, haben wir nicht mehr gefunden. Deswegen sind wir auf die Dönerbude. Genau. Guck mal, was zu trinken. Willst du was haben? Ich. Oder soll ich es mitnehmen? Nimm du mit. Gut. Ich hab noch voll. Okay. Ja, ich sollte vielleicht mal die Karte aufmachen. Ach ja, dazu müsste ich mal. Ach, du machst es. Ja, dazu müsste ich jetzt aufstehen und mein Tablet holen, weil nur da habe ich eine App drauf. Weißt du? Luxusproblem. Wir können ja nochmal zurücklaufen zum, zu der Dingsbums. Ich muss mal kurz mein Fenster zumachen. Du meinst zum Flug, ist ja alles okay? Ja, es war nur ein bisschen, also es war anstrengend, weil Okay, ich höre schon wieder einen ich höre Zombie. schon wieder einen Zombie. Komm, wir machen mal die Tür auf. Komm rein. Stirb. Oh, ziemlich brutal, wie der zusammenklappt hier. Oh, jetzt streckt er sein Bein weg und zappelt rum. Wir können zur Polizeistation nochmal gehen. Die Genau, war das ja wollte ich sagen. Hier um die Ecke. Ich nehme mal meine. Ja, wir sind aktuell relativ wenige Personen auf dem Server. Gestern war das mehr. Gestern waren es mehr, da waren es schon mal ein paar 10, 15 Leute, heute sind es 5. Und ja, bevor ihr euch wundert, wir haben keinerlei Munition. Oder doch, wir haben Doch, Munition ich hab. für unsere Gewehre. Das heißt, zumindest ich mache immer nur Drohgebärden, wenn es zu einem Kontakt kommen sollte. Also ich laufe hier gerade mit meiner Piff-Puff rum, da ist auch Munition drin. Sollte eigentlich. Nee, gar nicht wahr. Ich hab brauche ja Magazin. Aber ich habe ganz viel Munition dafür. Konntest du nicht deine. Ach nee, du hast auch eine SKS, ne? Das große. Nee, das haben wir ja. Ach, hast du Ah, getauscht. stimmt, die Richtig. Double. Stimmt, Aber okay, für die. da habe ich aber Munition drin. Ja, für die Blaze war Munition da. Oh, da ist was zu Ja. trinken auf dem Schrank. Nehmen wir das mal direkt. Schön, schön. So. Hier sind alle Türen offen. Schauen wir uns doch mal. Aber die Gefängniszelle ist zu. Aber hier liegt auch ganz viel Zeug noch rum, Getränke und sowas. Also ich glaube nicht, dass hier schon was entnommen wurde. Mal abgesehen von dem Zeug, was wir jetzt nehmen. Bist du links oder rechts? Links. Ist das ein Ich Messer? glaube, Das ist ein Messer. Hübsches Messerchen. Steakmesser. Nee, normales. Ich mach mal. Obwohl, könnte auch ein Steakmesser sein. Ich gehe mal kurz gucken. Und das ist ein, wo ist meine Maus? Ein Hunting Knife, ein Jagdmesser. Auch kommt, nehmen wir doch mal mit. Kann man hier Hört mit sich schon gut an. nehmen. So. Ja, hier oben sind die Türen zu. Was zu trinken? Also was Nahrungsmittel angeht, haben wir wenig Überhaupt Sorgen keine aktuell. Probleme, ja. Das sind eher so Sachen wie ein
Weapon Cleaning Kit. Schön. Machen wir das doch mal alles sauber, was ich hier habe. Was ist das denn? Painkillers. Das sieht anders aus als sonst. Was? Ja, ich weiß, ich stehe dir im Weg rum. Hatten wir gestern auch zwei, dreimal. Und hier liegt ein Rucksack. Und eine IZH-43 Shotgun. Ich habe Schrotflintenmunition. Das ist doch gut. Das ist doch schön. Ja, dann. Aus. Was ist da für die SKS hier? Oh, hier ist 5-Round-Clip. Für? Für 7,62. Das. Ist das für meins? Ja. Für meine Blaze. Ja, die SKS hat auch 7,62. Ich würde die gern beide mitnehmen. Kann ich meinen. Oh, ich kann mein Zielrohr nicht auf die Shotgun kleben. Willst du die Munition haben? Also dieses 5-Round-Clip? Ich habe keinen Platz mehr. Dann nehme ich's mit. Ich meine, ich könnte die Magnum hier lassen. Vielleicht würde ich dann auch noch mein SKS mitnehmen können. Ja, ich teste mal. Oder brauche ich zwei dafür? Ach nee, da brauche ich zwei. Ach komm, ich lass mal die Magazine hier, die wir nicht verwenden. Obwohl, du hast noch keine. Doch, du hast eine Piff-Puff, ne? Ja, ja. Aber die hat auch nicht das passende Dings hier, ne? Also mir fehlt das Magazin. Was für ein Kaliber hatte denn? Die 380, ne? Ja. Schrecklich. Ich habe ja auch noch das Magazin für die MP5. Mhm. Falls du meine finden solltest. Falls. Aktuell habe ich nur eine Shotgun. Wir hatten übrigens noch nie eine Shotgun. Ich hatte schon mal, also ich hatte schon mal eine, aber ich habe sie nie abgefeuert und ja. Ich könnte eigentlich auch mal ein bisschen. Warum kann ich denn hier? Warum kann ich die SKS nicht mitnehmen? Hast du die Magazine auf den Boden geschmissen? Ja, habe ich. Also ich muss mich jetzt entscheiden zwischen Shotgun oder SKS. Ich kann nur noch ein bisschen was von meinem Zeug wegdringen, dann kann ich die vielleicht mitnehmen. Nee, ist okay. Ich nehme die Magazine nämlich wieder mit. Die SKS kann ich nicht in den Rucksack stecken. Komm, ich entscheide mich für die Schrotflinte. Da habe ich zumindest mal Munition für. Schön langsam wegsaufen. Ja, ich mach so lange, bis ich. Obwohl, jetzt gleich sagt er bestimmt wieder, ich bin stuffed, aber jetzt bin ich hydrated. Das ist schön. Ja, ich esse mal eine Banane. Voll am Abschmatzen, ey. Ein bisschen Platz darin kann ja nicht schaden. Warum kann ich eigentlich die Waffe nicht in den. Ich bin energized. Energized. Schade, ich kann sie nicht mitnehmen. Ach so, Reis. Ich wollte gerade fragen, hast du gerade die Schmerzmittel? Nein. So, schauen wir mal auf dem Dach, was wir da so haben. Ob wir da was haben? So, ja. Energized und hydrated. Das ist doch mal was. Kartoffel. Also der Reis ist echt gut. Da ist sau viel drin und der tut halt schnell seinen Dienst leisten. Ein Baseballschläger. Gut. Voll am Abzittern, ey. Wenn ich ziele. Dann, wo wollen wir hin? Ins Krankenhaus da drüben. Ich höre einen Zombie, da unten ist ein Zombie. Vor der Tür ungefähr. Das sind vier. What the fuck? Wow! Das war ich. Gehst du doch voll ab, ey. Ich bleib beim Haus, nicht, dass du mich über den Haufen schießt. Kannst du mal nachladen? Nee, kann er nicht. So, einer fehlt noch, glaube ich. Ich habe gerade einen erledigt, der ist hier ins Haus reingerannt. Da läuft noch einer. Den mache ich aber mit der Axt fertig. Und ich muss nachladen. Und. Wie oft kannst du denn? Zweimal oder einmal? Zweimal. Also ich konnte zumindest gerade zwei Zombies töten. Töten! Töten!
Aber da gibt es auch irgendein Lied von KIZ. Das finde ich ganz lustig. Sagt auch irgendwas mit Töten. So, okay. Wir wollten ins Krankenhaus jetzt, ne? Ja. Ich weiß jetzt nur nicht, wie wir... Wollen wir hier durch das Tor? Ja, klar. Oder... Ne, ich gehe hier neben durch die... Durch das Nicht-Tor. Aber ich nehme eine Axt. Da sind noch ein paar Garagen oder sowas. Da steht auch... Ja, das sieht recht schön aus hier neben. Wir haben auch gestern übrigens einen Friedhof gefunden. Ja, der war auch hübsch. Ja, der war echt schön. Auf dem Weg zu Riffy haben wir den gefunden. Ich habe einen Schalldämpfer gefunden. Und wir sind zwei Hütchen. Eine Spitzhacke. Oh, was ist das Schönes? Ein Sack. Gasolinkanister. Okay. Wenn ich jetzt noch ein Seil hätte, könnte ich das ja mal testen. Ich nehme mal den Sack mit. Achso, du wolltest hier Dings testen. Einen Rucksack, genau. Ich möchte mir einen Rucksack machen. Och, guck mal, was hier alles liegt. Ich gehe kurz ins Grafikmenü. So. Okay, man kann nur... Schön aus hier. Man kann nur 40 Munition stacken. Das ist unterschiedlich. Es kommt auf den Munitionstyp an. Achso. Ich glaube, ich tue mir hier das Bloodbag-Kit rausschmeißen und das Saline-Bag. Ach, schon wieder ein Gesundheit, schon wieder ein Zielrohr, das ich nicht verwenden kann. Nimm mit, ich will das haben. Vielleicht kann ich es ja gebrauchen. Ja, ist eingepackt. Sehr schön. Wie groß ist denn der Kanister? Ach, du Heilige. Wie soll man den denn mitnehmen? Das passt doch gar nicht da in den Rucksack rein. Handschuhchen. Warum kann er die Handschuhe nicht anziehen? Ah, geht doch. Ich hätte jetzt ganz gerne den Kanister hier mitgenommen mit Benzin drin. Wofür? Ja, weiß ich ja nicht, aber... Ich habe mich nochmal erkundigt, nochmal schlau gemacht. Das Thema hatten wir gestern auch. Es gibt Autos und man kann die auch fahren. Aber wo sind die denn? Meistens sind sie anscheinend defekt und man muss sie erst reparieren. Ich habe, wie heißen die? Hier, Lockpick habe ich. Dietriche. Ja. Oder einen Dietrich. Nee, das sind... Weiß ich nicht. Er will die Orangen nicht mitnehmen, dann muss er sie halt essen. Was ist das? Portable Gas Lamp. Ja, voll am Abschmatzen, ey. Ja, sicher. Schönen Tag. Hallo. Gut. Dann gehen wir doch mal. Achso, wir wollten zum ins Krankenhaus, genau. Schon wieder total vergessen. Ich glaube, ich muss mir da mal ein Tutorial angucken, wie das mit den Autos geht. Ja, hier nichts angucken, selbst rausfinden. Dann findest du das mal raus. Ich sehe mir derweil Videos an. Ja, ja. Hier sind alle Türen zu. Und geh nicht auf. Was? Ich bin schon wieder gesprungen. Aber heute ist deine Internetleitung nicht so abkackig wie gestern, beziehungsweise meine. Ich weiß nicht, wo dran es liegt. Unsere. Unsere, genau. Ah, hier ist noch so ein Electric Kettle Pot. Schön, aber sonst nichts, ne? Ich mag die Waffe eigentlich, weil die ist schön. Damit kann man nämlich Leute stunnen. Aber die Batterie da drin, die hält dann nicht wirklich lange. Vielleicht 10 Mal oder so. Dann war das auch. Wir haben es ja gestern getan. Also, du hast gestunnt und ich habe... Wie sich das anhört. Da kommt wieder der Pubertierende hoch, ne? Wir haben es getan. Wow, jetzt bin ich auch gesprungen. Jula hat gestunt und ich habe dann mit meiner Axt einmal drauf geprügelt. Dann war das... Ein sehr schönes Teamwork. Dann war das Thema Zombie auch erledigt. Oh, was liegt denn hier in der Ecke? Ein Knicklicht. So. Du hast die Karte, such mal ein neues Ziel raus. Mhm. Geh derweil mal da vorne zu dem Auto.
sehen, ob was im Kofferraum liegt. Es liegt auf jeden Fall was davor. Ja, es liegt auch etwas im Kofferraum, aber nichts Besonderes. Nach Devil's Castle wollen wir nicht nochmal, ne? Ich habe gelesen, dass sie es überarbeitet haben, aber ich glaube nicht, dass wir da sonderlich viel was finden halt werden. Was ist hier jetzt in der Nähe? Und da gibt's ein Heli? Hier ist ein Heli angezeigt. Lass mal nach Devil's Castle gehen. Okay, ich guck mal noch schnell hier in dem Fabrikgebäude. Zu deiner Linken müsste das sein. Da war ich gerade. Ah, da warst du drin. Ja, da ist der Benzinkanister, genau. Oh, was liegt denn da oben? Helme. Schön. Gut, ich komme mal nach draußen wieder. Hm? Wobei das hier eigentlich recht... Oh, komm, gerade eben. Gerade eben kamst du da durch. Warum geht's denn jetzt nicht mehr? Ich suche den Weg drumherum. Ich kann dich auch kaputt schlagen. Nee, lass mal. Ist die nämlich offen? Nee, da ist Zaun. Hallo. Hallo. Wir müssen jetzt nochmal... Da ist die Polizeistation. Jetzt muss ich mal gucken. Müssen wir, glaube ich, hier lang. Ich folge dir auf dem Fuß, beziehungsweise ich laufe mal hier hin, mal gucken, was hier so ist. Da geht dann irgendwann... Nüsch. Ach, das ist... Das war... Ach so, hier, ja, die Feuerwehrstation. Mhm. Da sind wir heute rausgekommen. Ja, ja. Ich nehme mal meine Knifte. So, jetzt sind wir hier in der Kreuzung. Würde ich sagen, gehen wir hier die kleine Straße entlang, bis die einen Knick macht und dann nach links. Okay. Und dann einfach durch den Wald. Zombie. Ein Zombie. Wow. Mehrere Zombies. Ich weiß ja nicht, was sie an mir finden, ne, aber... Ja, du ziehst sie irgendwie an. Muss nochmal ins Grafikmenü. Ich gehe derweil hier ins Haus. Mal gucken, vielleicht finde ich ja noch ein Seil. Ah.